Hallo und herzlich willkommen zu dieser Preview von dem Berlin-Trio. Und zwar ist das jetzt anlässlich vom Kriegsende bzw. auch der Befreiung Berlins. Gibt es jetzt drei neue Panzer in diesem Event und zwar hier einmal den IS-2. Wir schauen uns den hier in Ruhe an. Man sieht die anderen Aufbauten, natürlich auch ganz besonders die andere Lackierung. Und sehr, sehr schön, glaube ich, sieht man, was einfach so verändert worden ist im Vergleich zu seinem normalen Pendant. Dann den Cromwell B. Auch hier etwas anders als natürlich bekannt. Die Werte seht ihr ja alle rechts. Könnt ihr auch dann nochmal mit den normalen Werten vergleichen, wobei die alle gleich sind. Und zu guter Letzt spiele ich dann auch noch den Rudi für euch. Dieser Rudi ist aus einer Fernsehserie, aus einer polnischen und hat auch noch hier diesen Hund dabei. Die Crew kann man ganz normal natürlich benutzen auf allen anderen Panzern, wie bekannt beim klassischen Premium. Der Hund selber bleibt auf dem Panzer und hier wird auch nochmal kurz erzählt, was es da überhaupt ging und was überhaupt der Rudi bzw. was es mit dem Hund auf sich hat. Ja, dann hoffe ich doch, dass euch jetzt diese Preview gefallen wird. Ich spiele eben alle drei Panzer für euch und losgehen wird das Ganze jetzt mit dem IS-2. Viel Spaß! Und da sind wir jetzt also auch schon mit dem IS-2. Wir schauen ihn uns hier einfach auch nochmal direkt ein bisschen an in der Wartezeit. Sehr schön zu sehen, einfach die andere Bemalung, die man so natürlich sofort erkennt, dass es sich nicht um den normalen handeln kann. Los geht's. Ansonsten auch hier Standard-Premium-Panzer, das heißt ganz normales Matchmaking. 175 Durchschlag und 217 mit Premium. Also da jetzt auch nichts auszusetzen bzw. nichts anderes als gewohnt. Karte ist Kharkov und dann schauen wir doch mal, was hier so passiert. Oh, schade. Panther fahrt jetzt rechts rüber. Naja, warten wir mal ab. Am liebsten würde ich ja sofort vorstoßen, aber das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt definitiv keine gute Idee und mein Team ist auch irgendwo. Schauen wir mal, ob sich der Panther dann zeigen wird. Kann ja sein, dass er hier gleich hervorlugt. Aber sieht nicht so aus. Schade aber auch. Hätte ich jetzt gern mal einen reingedrückt. Ah doch, da ist er ja. So und jetzt. Ah, der KV-1 mit HE geschossen. So, da kriegt er den nächsten. Panther ist natürlich hier jetzt ein schöner Gegner für so eine Frontsau. Wir warten, bis wir nachgeladen haben. Jetzt ist er gekettet. Jetzt hat er geschossen. Einen kriegt er noch raus, aber da kann ich ihn beseitigen. Und wir fahren jetzt hier direkt weiter. So schnell nimmt man den Panther, wollte ich natürlich sagen, auseinander. Und der KV kriegt auch noch seine Rache. So, wir biegen rechts ab. Weil hier sind noch ein paar Gegner mehr. Verschießt hier VKS AFK. Der ging voll durch ihre Panzerung. Game steht schon ein bisschen auf der Kippe.
Deswegen jetzt hier keinen Unsinn machen. Schießt er mir den Fahrer raus. Oh, und jetzt auch noch von da drüben. Wir ziehen uns jetzt schnellstmöglich zurück. Feuererlaubnis erteilt. 6 zu 8. Die kommen jetzt auch hier direkt nachgefahren, die Jungs. Wissen natürlich auch, dass sie jetzt hier im Vorteil sind. Der Cromwell jetzt am Captain. Ich bin leider offen. Jetzt will ich noch auf jeden Fall die Captain. Auch Deckung. Er hat einen schnelleren Reload, aber Gott sei Dank das kaputte Munitionslager. Deswegen kann ich ihn jetzt hier rausnehmen. Hab aber mit 25 HP wirklich nicht mehr viel. Da kommt noch ein Top-Monster. Nein, Tok macht mich fertig. Tok hat halt einfach den schnellen Reload, 4,3 Sekunden. Vernünftigen Durchschlag, also den Tok darf man einfach nicht unterschätzen. Aber 3300 Schaden gemacht, also IS hat gezeigt, Schaden kann er. Das hat er gelernt. Wir sind auch am Captain, also vielleicht wird es noch ein Sieg. Dann müssen sie jetzt nur halten. PZ hat natürlich nicht so den Vorteil, aber der Tiger, der hält jetzt hier noch die anderen beiden ein bisschen auf. 20 Sekunden noch. Nur die Frage, ob noch der KV die Captain kann. Enge Nummer. So, statt dass er auf den Tok schießt, um den zu resetten. Aber das hat er jetzt fast vor gehabt. Aber wir haben ihn gesiegt. Sehr schön. Konnte ein bisschen Decap machen, konnte ein paar Kills holen und auch Schaden machen. Also da konnte man, glaube ich, den IS in seiner guten und schönen Pracht sehen. Stadtkarte ist natürlich auch für den Panzer definitiv immer gut. So, und da sehen wir jetzt schon, also erster Klasse hier, 70.000 Credits gab's, Schaden und XP auf dem ersten Platz und ansonsten 66 Schaden abgeblockt, 3300 Schaden gemacht, also vernünftig. So, genug von dem, weiter zum nächsten. So, hier nun ist also der Cromwell Bö, Cromwell B natürlich, Karte Steppen und wir sind Top-Tier. Auch hier wieder, es ist ein Premium, aber eben mit normalem Matchmaking. Von dem her heißt, ist es absolut natürlich eine Seltenheit, immer als Top-Tier gematcht zu werden. Die Veränderungen zum normalen Cromwell, glaube ich, sind auf jeden Fall ersichtlich. Allein schon der Reifen an der Seite oder auch natürlich die etwas andere Bemalung, die anderen Aufbauten. Das ist übrigens wahrscheinlich kein Reifen, sondern irgendwas anderes, aber fragt mich bitte gar nicht, was es ist. Könnt ihr mir natürlich gern in die Kommentare posten. Oh, ein kleiner Drift. Das ohne Physik. Wir müssen hier raus! Nati. Spielen wir ihn mal so, wie er gehört, bisschen weiter hinten. Okay,
Arti einen von uns und einen Gegner rausgenommen. Ob das jetzt ein guter oder schlechter Tausch war, soll jeder für sich selbst entscheiden. Ah, der ging zu weit nach unten. Bin ich offen. Abpraller. Aber wir haben einen schnellen Reload. Der ging nicht durch. Ging nicht durch, aber sein Munitionslager ist hin. Der kommt jetzt schon auf die Mütze. Fahren wir ein bisschen weiter vor. Typisch Cromwell, einfach ein guter Antritt. Was ist denn da in der Mitte? Wir müssen hier raus! Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, jetzt bekomme ich die Schüsse von hinten. Muss ich aufpassen. Fahre ich jetzt ein bisschen anders, um die Mitte zu verstärken. Weil die brauchen Hilfe. Ganz massiv sogar. Brauche Deckung! Nein. Wir haben sie nicht mal abgeprallt. Kette beschädigt. Du bist mehr einer. So, jetzt fahren wir darüber und jetzt machen wir ein bisschen Druck. Oh. Die Su hat den Gegendruck mitgenommen. Den ich so jetzt selber hätte machen wollen. Pass auf! Hinter dir! Wirkungstreffer! Das muss wehtun. Das muss wehtun. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der Reload ist natürlich super schön. Von dem Panzer, da braucht man nicht drüber reden. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, und jetzt machen wir da aber wirklich mal Druck. So, so ist raus. Jetzt können wir da besser querfeld einige fahren. Den einen will ich jetzt hier eigentlich überraschen. So, die beiden sind weg. Jetzt lebt noch die Arti und die beiden AMX. Aber auch die Arti ist natürlich hier diese kleine nervige. So, auch die ist weg. Also ich denke, vernünftige Runde. Man sieht den Panzer so ein bisschen und weiß, was er macht. Jetzt nur noch die Frage, wo ist der AMX? Die Jungs cappen jetzt auch schon los. Ist absolut in Ordnung. Ah ja, da ist er ja. Ah, der ILC hat mich da noch rausgenommen. Schade, hat er gut gemacht. Da wollte ich zu viel, bisschen zu sehr auf den Kill ausgewiesen, aber sei es drum. Kann nur noch die 1000 Schaden hinbekommen. Also von dem her alles in Ordnung. Wir schauen uns natürlich noch das Endergebnis auch an. So, die Missionen, die ignorieren wir jetzt einfach, die sind natürlich auf dem Presse-Account leichter, weil die sind aber noch nicht gespielt. Zweiter Klasse,
von den XP auf Platz 2 und im Schaden ebenfalls auf Platz 2. Von dem her, glaube ich, sieht man, alles in Ordnung, vernünftig Credits eingefahren. Also kann man sich nicht beklagen und wir springen direkt in den nächsten Panzer. Last but not least, nun also der Rudi. Ja, also na, ich finde die Idee schön, die da aufgegriffen wird von der oder für die polnische Community. So einen Panzer, der in dieser Serie wohl eine recht große Hauptrolle gespielt hat und auch noch mit dem Hund, von dem er wirklich so nettes, kleines, süßes Detail, das einfach mal so ein bisschen auch wieder mal das Ding aufgreift, was es ist. Es ist ein Spiel. Und finde ich schön, dass solche Aspekte einfach auch mal wieder inkludiert werden. Ansonsten, wir haben jetzt hier El Aluf natürlich. Und ja, mal schauen, was hier der Rudi so für uns im Petto hat. Also er ist von der Beschleunigung her in Ordnung. Die Endgeschwindigkeit selber könnte ein bisschen höher noch sein, gefühlt. Ja, man darf nie vergessen, ist ein Tier 6er Premium. Und jetzt sind wir so ein bisschen safe. 144 Durchschlag mit Normal und 194 mit Premium. Ah, die ist schon in Stellung. Irgendwo ein Gegner? Ne, bisher noch nicht. Aber der Durchschlag sowie der Schaden für 4,95 Sekunden ist absolut in Ordnung. Gerade für den Premium-Panzer, der ja in der Tendenz immer ein bisschen schlechter sein soll als sein normales Stufenpendant. Ja, dass der schon Schaden bekommt. Spannend. Ich war noch nicht offen. Würde mich mal ganz stark interessieren, wo sie denn schon sind und wo sie campen. Drüben ist natürlich deutlich mehr Action wie gewohnt. Ich hatte gehofft, dass vielleicht diesmal so ein bisschen mehr Hip stattfindet, aber den Gefallen macht mir der Gegner wohl nicht. Also müssen wir es doch wieder mal in die Hand nehmen. T-34 bekommt weiter auf die Mütze. Das heißt, ich darf auf jeden Fall mit Gegenwehr rechnen. Bin offen. Ah, da stehen sie. Ein Crusader und der Achilles. Er kommt natürlich auf mich drauf, ich nicht auf ihn. Typisch. Achilles kann auf mich unglaublich gut schießen, finde ich spannend. Dafür, dass der so steht, wie er steht. Aber jetzt hat er dann doch mal den Schuss endlich abbekommen. Leicht überfällig. Ganz schön weit weg. Aber solange der Achilles hier nicht schaut, kann ich jetzt hier mich ein bisschen auf die beiden austoben. Jetzt kann ich auf den Wolverine schön wirken. Und den auch rausnehmen. Dann schauen wir mal, was mit dem Achilles da los ist. Müsste der auch noch irgendwo sein. So wie die Arti. Na, Hellcat komme ich leider nicht drauf. Außerhalb der Drawing Range. Achilles hat schon wieder geschossen. So, Achilles. Jetzt zeig mal was. Achilles zieht sich zurück. Stuart macht da keine gute Figur. Zack, auch weg. Muss ich aufpassen, weil, ja, genau das dachte ich mir nämlich. Wenn die da nämlich hinten in der Capping Zone stehen, dann kommen die nämlich gut auf mich drauf.
Deswegen zack, einfach mal hier jetzt den Rückwärtsgang einlegen. Wie du mir, so ich dir. Beste Hellcat. So, Hellcat auch weg. Jetzt können wir uns nochmal um den Achilles kümmern. Und ich muss sagen, Rudi ist echt ein guter Panzer, also für Tier 6. Definitiv brauchenswert. Und ich glaube, das waren in Summe jetzt doch drei schöne Runden von den drei Panzern. Wo man jeden wirklich so sehen konnte, ein bisschen was anschauen konnte. Alle Mann zurück. So. Da ist er jetzt final raus. Jetzt ist nur noch die Arti offen, aber da ist er auch schon. Wird er gleich das letzte Schnipplein geschlagen haben. So. Ziel erfasst. Und mein Kill. 1600 Schaden, 5 Kills gemacht. Also ich denke, sehr sehenswert und sehr brauchenswert zum Zeigen für eine kleine Preview von so einem Panzer. Und auch hier schauen wir natürlich das Endergebnis noch an. So. Teamscore. Bin ich auf Platz 2 im Schaden und auf Platz 2 auch von den XP her. Konnte also ein bisschen was fürs Team tun. 5 Minuten hat es gedauert, ganz flinkes, schnelles Match. Und es gab 50.000 raus unterm Strich. Das ist sehr beachtlich, also ohne Abzüge, beziehungsweise nee, in Summe 42 raus, aber 50.000. Also ihr seht auch, kostet alles nicht so viel bei dem Panzer. Also auch von dem her vernünftige Werte. So. Also, abschließend, die drei Panzer finde ich sehr brauchbar. Also, da ist jetzt kein Panzer dabei, der irgendwo unsinnig ist. Deswegen muss ich sagen, ja, spielerisch machen sie Spaß. Ich bin sehr auf dieses Event gespannt und würde mich natürlich auch wie immer freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu den Ganzen sagt. Also, postet die doch unter das Video. Von dem her, bis bald. Vielen Dank, euer Alcaramba.